Mehr als 300.000 Besucher werden auf der Mailänder Designwoche erwartet. Über 2.000 Aussteller laden den Besucher ein, Design auf vielfältige Weise zu erleben. Entweder auf der klassischen Möbelmesse oder vor Risalone auf einer der Kunst- und Designveranstaltungen, die über die ganze Stadt verteilt sind, in Piazzas, Museen und Geschäften. Viele Projekte versuchen dieses Jahr auf den Klimawandel aufmerksam zu machen oder den Sinn für Nachhaltigkeit zu schärfen, wie der Designer Carlo Ratti mit seiner Installation Living Nature. Es ist ziemlich kalt da drin. Hier ist die Temperatur recht angenehm. Mit der durch die Kühlung entstehende Wärme erzeugen, schaffen wir den Sommer. Es ist ein Beispiel für eine Kreislaufwirtschaft, die uns hilft, Ströme der Stadt, Urban Flows, besser zu verstehen. Andere Aussteller stellen sich bereits ein Leben auf dem Mars vor. Für den Fall, dass wir es nicht schaffen, den Klimawandel zu beherrschen und uns darauf vorbereiten müssen, die Erde zu verlassen. Die größte Designmesse der Welt läuft noch bis zum 22. April.